Willkommen zurück zu Final Fantasy 2 hier auf meinem kleinen süßen PC. In meinem kleinen süßen Stream. Mit Blechwalze. Meiner persönlichen Heilermieze hier nebenan. Alex, André. Oh, guck mal, der Redampago ist auch wieder da. Retro Games. Schön, dass du da bist. Und Aidaria im Lurk. Vermute ich jetzt auch Redampago. Ist bestimmt auch nur im Lurk. Aber egal. Weiter geht's. Wir sind immer noch in Schloss Finn. Und ganz ehrlich. Die Gegner. Die Gegner sind nicht nett. Ganz im Gegenteil. Die sind echt dreckig. Die sind echt dreckig. Wir haben hier ja schon einmal gefailed. Nicht? Deswegen. Wisst ihr was? Gehe hier einfach raus. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir hier durch sind. Nein, wenn wir das Schloss befreit haben, können wir uns eh ganz gemütlich hier umgucken. Dann können wir das Schloss auch ausrauben, wie es sich gehört. Die sollen sich nicht hier, die sollen nicht denken, dass nur weil wir den Imperator vertrieben haben, dass die deswegen hier, dass die deswegen Reichtum ernten werden oder so. Nini. Oh nein. Schon wieder jemand eingepennt. Nur am Schlafen die Leute hier. Okay, wisst ihr was? Ich geh nochmal raus. Geh nochmal raus. Ach, der Bart. Einen wunderschönen guten Abend, Bart. Schön, dass du da bist. So. Erstmal Augentropfen. Blinde Leute mag ich nicht in der Party haben. Was nicht heißt, dass ich Blinde damit diskriminieren möchte, aber die können viel besser kämpfen, wenn die nicht blind sind. Außer man vertraut auf die Macht. Dann können die auch blind kämpfen. Okay, war ein bisschen strange. Also, einfach hoch zum Thronsaal, lasst uns hier einfach durchprügeln. Ist doch alles schön, ist doch alles gut hier. Und am Diablo 2 zocken. Das Spiel scheint wohl doch ein bisschen zu flashen, kann das? Oh, und überall diese Kisten. Ey, ich will diese Kisten haben. Oh, war klar. Das war so klar. Ein Glück, Verwirrung aufgehoben. Komm. Wir ziehen die einfach durch. So, bloß keine Verwirrung oder den ganzen Puzzle. Alter, aber das ist viel Schaden gewesen. Wie Schaden die machen, das ist heftig. Dezent übertrieben. Doof ist natürlich auch, dass wir unglaublich viele Potions brauchen. Nee, dass wir ziemlich viel Schaden links liegen lassen, weil unsere Gegenstände halt eben nicht so geil. Nein, weil wir unsere Waffen gewechselt haben. Ach, guck mal da. Hello there, General Kenobi. Rebellen, wo sind meine Soldaten? Oh, ihr hinterhältiges Ungeziefer. Ihr sollt verrecken! Ja, meinetwegen. Hallo, Gotos. Was hältst du von Angriffen? Bist du denn an... Hast du Probleme mit Angriffen? Ja. Also nicht wirklich. Kennen wir besser, was Angriffe angeht? Yikes. Was haben wir nicht für Magie? Komm, versuchen wir es einfach mal. Wir versuchen es einfach mit... Schlaf wird, glaube ich, nichts bringen. Probieren wir es mit Tonikum. Hat er hier noch? Schlaf, wie gesagt, Schlaf wird nichts... Ach Mensch, ich bin ja schlau. Komm, erstmal Protes drauf. Und Schutz. Und was hast du noch für Magie? Du kannst Toxikum einsetzen. Vielleicht bringt es ja was.
Ich hätte eigentlich gehofft, dass die ein bisschen vergiftet. Aber nein. Giftimmunität oder sowas. Hast. Das ist eklig. Hast ist gar nicht gut. Na komm. Euer Kill it with Fire und mit Lightning. Naja, nicht viel, aber ich glaube ein bisschen mehr Schaden als wir das mit. Wow. Wow! Meine Güte! Ah. Oh, eklig. Komm, versuchen wir's. Nein! Ach nö! Ja, wenigstens etwas. Ja, komm, Angriff, Magie. Vita. Oh nee, die macht eigentlich viel Schaden. Das können wir nicht machen. Vita. Du hast nichts, ne? Nee, du hast nichts. Hast du. Die hat doch nichts. Komm, dann hier, komm. High Potion. Oh, das hat viel gebracht. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu einfach nichts. Der Befehlshaber wurde bezwungen. Yay. Endlich haben wir unseren Thron zurückerobert, indem wir 4 Leute reingeschickt haben, während alle anderen Leute in dem Lager gesessen haben und euch zugeschaut haben und bejubelt haben. Hehe, wir sind so eine tolle Befreiungsarmee, sowas von, rückgratlos. Ich bin euch allen zutiefst dankbar. Ohne euch hätten wir diese Tat nicht vollbringen können. Alter. Können wir diese Person einfach... Können wir... Aber so... Das ist ja... Ich hasse solche Menschen. Ich hasse solche Personen. So, ihr habt die ganze Drecksarbeit gemacht, aber wir haben diesen Sieg errungen. Errungenschaft freigeschalten. Doktor der Monstrologie. Doktor der Monstrologie. Warum nicht so etwas wie... Person, die alles alleine macht. Endlich haben wir unseren Thron zurückerobert. Ich bin euch allen zutiefst dankbar, aber ich mache mir Sorgen um Min Yu. Er brach nach Mysidia auf, doch schon lange haben wir nichts mehr von ihm gehört. Mir blutet das Herz, euch unmittelbar nach dieser erfolgreichen Schlacht wieder fortschicken zu müssen, aber brecht bitte nach Mysidia auf. Wo ist denn das? Mysidia ist das Land der Magier. Ohne ihre magische Hilfe wird es uns nicht gelingen, den Imperator zu entmachten. Das habt ihr von Dragoons auch behauptet. Ich hörte einst von einem ultimativen Zauber, der im Turm von Mysidia aufbewahrt werden soll. Um den Zauber zu erlangen, bedarf es angeblich 2 Masken. Masken? In den unterirdischen Gewölben dieses Schlosses befindet sich die weiße Maske. Um die Gewölbe betreten zu können, muss ein alter Zauber gesprochen werden. Ekumeteroes. Was? Leider ist mir nicht bekannt, wo der Eingang zu dem unterirdischen Gewölbe ist. Na gut. Aber das macht ja nichts. Dafür haben wir jetzt keine Gegner mehr hier. Es ist einzig euer Verdienst, dass wir das Schloss zurückerobern konnten. Wenigstens einer, der die richtige Anerkennung liefert. Doch ich mache mir Sorgen um unseren Weißmagier Min Yu. Würdet ihr nach Mysidia reisen, um herauszufinden, was passiert ist? Moment. In dem Turm von Mysidia soll ein Zauberbuch aufbewahrt werden, das Ultima Grimoire. Ja, das wird ja immer besser hier. Seine magische Wucht wird uns helfen, den Imperator zu vernichten. Okay.
Aber das ist ja zumindest schon mal etwas. So, gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Keine Gegner, die uns auf den Keks gehen. Ah, richtig entspannt. Tauge nichts. Die Treppen führen zum Thronsaal. Oh, danke, Mr. Obvious. Diese Information habe ich gebraucht. Ihr befindet euch im ersten Stock. Oh. Eine Falle. Ah, gut, okay. Da kann ja echt noch was drin vorkommen. Gar nicht so gut. Nee, Vita können wir uns hier schön sparen. Dann lieber eine High Potion. Gut. Nein, nicht gut. Ich muss die Magier töten. Die Magier sind die Bösewichte hier. Die können nämlich einschläfern. Und einschläfern bedeutet der sichere Tod. Ah. Echt beruhigend. Oh. Zauber erhalten. Ein Aerosol-Grimoire. Noch eine Falle. Ey, Hilda ist ja wohl ziemlich das nutzloseste Geschöpf in Final Fantasy 2. Also du hast das schon richtig erkannt, Aidaria. Ich bin totaler Hilda-Fan. Bester Charakter auf Welt. Diese gesamten Rebellen sind die besten der besten. Richtige Elite-Krieger. So bodenständig, eigenständig. Was würde diese Welt nur ohne diese Leute machen? Also, ich sag mal, kein Wunder, warum der Imperator so hier einfach durchrennen konnte und einen nach dem anderen klatschte. Ja. Bodenlos frech. So, ich glaube, hier hatten wir schon alle Kisten. Ah, ne, hier war der Spiegel. Der Spiegel, der uns das Ei zeigt. Mal gucken, was wir hier haben. Ah, Kisten. Froschgrimoire. Exitus und Steinern. Boah, das klingt so geil. Das klingt echt geil. Moment. Steinern. Bewirkt Stein. Frosch. Zaubert Frosch. Was bringt ein Exitus? Auf der Stelle kampfunfähig. Das ist auch nice, aber ich glaube, das funktioniert natürlich nicht. Das klingt schon, dass man damit echt bösen Kram machen könnte. Echt mit Ö. Und I. Echt. Musik, ne? Schöne Musik ist das. Aber wir müssen hier eh einfach durch die Gegend laufen und gucken. Und ein bisschen gucken, wo wir diesen komischen Zauberspruch wirken können. So, vielleicht hätten wir ihn mal bei dem Spiegel wirken können. Ach, guck mal hier. Ach, Moment mal. Ah, sehe hier was. Geht's hier noch weiter? Irgendwo? Vermutlich? Nee, das sah nur so aus. Okay, ein Grimoire, wissen wir auf jeden Fall, befindet sich hier in diesem kleinen Schlösschen. Vielleicht kann ich auch von außen hier irgendwo reingehen. Das kann ja auch möglich sein. Wäre nicht das erste Mal. Nee. Irgendwie nicht so. Und eine Treppe übersehen? Muss ja wohl. Irgendwie nicht so.
Egal. Dann schauen wir nochmal hier nach dem Prüfen. Nee, okay. Am Spiegel können wir den Zauberspruch nicht anwenden. Das heißt, hier muss noch irgendwo was anderes geben. Irgendwie müssen wir ja da runterkommen, ne? Irgendwo gibt es hier ganz, ganz sicher einen Weg. Also der führt nach oben, wenn ich mir das auf der Minimap so angucke. Aber hier komme ich nicht irgendwie durch oder so, ne? Die gute Aidaria hat mich ja schon ein bisschen gespoilert, dass es hier den ein oder anderen Geheimgang gibt. Das hat nichts gebracht. Aber kleinen Moment. Wir können jetzt hier ins Dorf. Die Stadt ist ja jetzt befreit. Alle Leute sind glücklich und zufrieden. Vielen Dank. Ohne euch hätten wir die feindlichen Soldaten niemals in die Flucht geschlagen. Ihr habt also den großen Macker erledigt? Ihr seid klasse! Wie schön, dass ich wieder hier wohnen kann. Ja, ne? Da freust du dich. Wir könnten ja mal gucken, ob es hier neue Waffen oder sowas gibt. Gib mir Stuff. Stuff. Waffen. Ausrüstung. Käsekuchen. Was haben wir hier? Schlecht. Besser. Schlecht. Windschneide. Achso, ja klar, die Windschneide. Ja, Moment. Da gucke ich doch mal. Was tragen die denn eigentlich hier alle? Ja, dann. Holen wir uns doch mal hier zwei Windschneiden. Geld haben wir ja dafür. Nein, nicht herzlich willkommen. Vielen Dank. Weg mit dir. Ausrüstung. Scherzkeks. Dann hole ich mir halt eben nochmal zwei. Ja. Will man einmal nur was Gutes tun hier? Das Ding mit den Masken ist mies, sagst du. Na, ich bin mal gespannt. Aha. Oho. Ehe. Ha. So, rüsten wir die noch mal ein bisschen aus. Und dann können wir hier nochmal ein bisschen Gegenstände verkaufen, würde ich sagen. So. Mithril-Schwerter braucht kein Mensch. Mithril-Helme braucht keiner. Mithril. So eine nutzlose Rüstung. Anfangs noch hier so, das ist das Nonplusultra. Damit kriegen wir auf jeden Fall einen Imperator besiegt. Und dann so etwas. Wird uns der Kram hinterhergeschmissen von den Gegnern. Einfach damit wir ein bisschen das Inventar frei bekommen. Das ist so viel Kram, den wir mittlerweile mit uns mitschleppen. Bronze. So. Schon besser. So. Gut. Kleinen Moment. Wir haben die Schlacht gewonnen, aber noch nicht den Krieg. Sobald Meister Menyu aus Mysidia zurückgekehrt ist, wird die letzte, alles entscheidende Schlacht ausgefochten werden. Yay, yeah, GZ! Nee, hier wollen wir nicht hin. So, was mit dir? In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht geglaubt, zu Lebzeiten wieder in meine Heimatstadt zurückkehren zu können. Ja, und du Lappen warst der Lappen, der, der noch erzählt hat, so, ihr seid scheiße. Kriegt ihr nichts auf die Reihe. Hat er jetzt davon? Sind nämlich voll die krassen Dudes geworden in der Zeit.
So. Auch wenn Elixiere toll sind, ich lasse sie jetzt einfach mal. Ich lasse sie jetzt einfach mal links liegen. Nichts, was hier einem aufgefallen ist oder so. Dass man hier irgendwie vielleicht zufällig über irgendwelche unterirdischen Gänge hier rein kann. Weil ich meine, hier war ja auch so ein Geheimgang. Nee, hier ist der eine Prinz abgekratzt. Ah. Frag mich echt. Also, die haben ja gesagt, dass es diese Maske gibt hier in dem Dingsbumsi. In dem Schloss. Aber wie komme ich denn hier drüben hin? Also eigentlich gibt's ja... Scheint es hier einen Weg von hier oben zu geben. Aha. Sehr witzig. Riesenhandschuhe. Das ist trotzdem nicht der Weg, den ich gesucht habe. Das ist nicht der Weg, den sie suchen. Toll. War das jetzt? Hier war das. Oh, guck mal, das ist doch noch eine Kiste. Einmal gefunden, immer gefunden. Das ist trotzdem immer noch nicht der Weg, den ich gesucht habe. Aber da oben gibt es ja noch eine Tür. Moment. Auf dieser Etage. Achso, die Tür kennen wir ja sogar schon. Irgendwie nicht so. Also, es muss ja irgendeinen Weg hier runter geben. Und dort hinten zu dieser Tür. Komm, zeig mir die Geheimgänge. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Aber ich kenne mich hier nicht aus. Prinzessin Hilda. Endlich wieder zu Hause, bla bla bla. Aber trotz allem habe ich keine Ahnung, wo ich hier eigentlich was finden kann. Bin hier aufgewachsen. Meine ganze Jugend habe ich hier verbracht. Ich habe alles von meinem Vater gelernt. Außer wo die Geheimgänge sind. Dass wenn dieses Dorf mal irgendwann angefallen wird, wir bloß nicht gerettet werden können. Sekt oder Wein? Du hast sturmfrei. Nimm Wein. Sekt haut dich nur um. Wein kann man gemütlich nebenbei trinken.
I don't get it. I just don't get it. Wo ist dieser versteckte Kaminsims, der dafür sorgt, dass ich da hinten durchkomme? Gibt's hier einfach noch mehr? Frech. Fresh ist es. Fresh, 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 fresh. Nichts. Scheinbar gibt es hier nichts. Aber das nervt mich. Wisst ihr das eigentlich? Vor allem, guck mal, der Typ da drüben, der muss doch da irgendwie durchgekommen sein. Da drüben ist doch einer. Wie bist du da hingekommen? Jetzt mal im Ernst, wie bist du da hingekommen? Kanalisation? Kanalisation. Moment. In dem Dorf gibt es einen Brunnen. Es gibt zwei Brunnen. Hallo? Hallöchen, wie geht's denn so? Was verschafft mir die Ehre? Paul, okay, prüfen. Ikumet Tereoets. Ihr sucht die geheime Tür, die euch... Ah, perfekt. Die euch ins dunkle Kellergewölbe führt. Und wozu? Um eine weiße Maske zu holen. Hört sich ordinär an, als dass es was Kostbares sein könnte. Also, es gibt einen geheimen Durchgang. In der rechten hinteren Ecke des Thronsaals seid ihr unter die Sammler gegangen. Rechts untere Ecke des Thronsaals. Seht ihr, es gibt hier manchmal doch noch Leute, die Plan haben. Aber wie schön, dass dieser eine einzige Soldat, ja, taugenicht Soldat 78, nennen wir ihn einfach Stormtrooper, diesen Weg gefunden hat, aber so frech ist und keinem davon erzählt. In der rechts unteren Ecke gibt es einen Geheimgang. Ah, da ist es. Das ist aber die rechts obere. Prüfen. Ikumeteros. Ah, ein Loch ist in der Wand. Es ist eine geheime Tür. Ja. Kommen jetzt wieder Gegner? Nee, ne? Aha. So. Ganz viele Kisten, ganz viele Türen. Und Gegner. Zombies. Jetzt wissen wir zumindest, woher die Zombies im Thron kommen. Wo er im Thronsaal kam. Da hat man wieder jemand vergessen, die Kellertür zuzumachen. Messer. Mit dem Messer geht es besser. Und auch der Schaden sieht gut aus. So gefällt mir das. Eigentlich müsste ich mal anfangen, ein bisschen Magie zu wirken. Einfach um die Magiepunkte loszuwerden und krasse Zauber zu lernen. Doch, leere Tür. Ich liebe leere Räume. Das machen wir jetzt auch einfach mal. So, wir pulvern mal einfach alles an Magie raus, was nur geht.
Vermutlich reicht das sogar schon. Oh, das heilt nur. Das ist auch gut. Das heilt auch. Oh. Das heißt, Guy heilt jetzt auch. Toll! Wie lustig. Wie lustig. Ich hab voll die Idee. Wir casten hier Protes ohne Ende. Und greifen dann im Gegenzug einfach die anderen Gegner an. Und die Gegner an. Einfach um Protest zu steigern. So, und greifen uns hier nochmal eine Kiste nach der anderen. Ich finde die Idee super. Wie gesagt, auf die Art und Weise füllen wir Lebenspunkte. Lebenspunkte, sag ich schon. Stimmt, das könnte ich noch machen. Irgendjemand könnte nochmal Vita nebenbei immer mal wieder casten. So, die Idee ist jetzt, du castest immer schön Feuer auf alle, du castest weiter, weiter Protest auf alle, du castest Berserker auf alle und du greifst ganz normal an. Hilda wird dir fehlen, ernsthaft? Das meinst du nicht ernst, oder? Das ist ein Joke. Du willst mir doch nicht ernsthaft sagen, dass du Hilda magst. Niemand mag Hilda. Da bin ich mir sehr sicher. Okay, Paralyse ist jetzt nicht so geil. Okay, Hilda ist... Ich hab Hilda hart gefressen, Alter. Ohne Witz. Oida. So ein nutzloser Charakter. Wams erhalten. Okay. Was bringt denn ein Wams? Okay, nichts. Geld. Was mich ein bisschen schade finde bei Feuer, oder bei den Attacken ist, dass sich der Schaden nicht prozentual aufsplittet auf die Gegner. Weil ich glaube, das würde nämlich die Zauber noch mal einiges krasser machen.
So, mehr Kisten, mehr Türen. Wie viele davon werden leer sein? Viele, würde ich sagen. Ach, egal. Passt schon. Oh boy. Wechsel ist natürlich ein hartes Brett. Aber es ist auch schon wieder gut, dass ich Protoss. Das Protoss ein Level-Up hatte. High Potion. Schön erstmal eine High Potion völlig umsonst aus dem Inventar geschmettert. Ja, komm, bleib dabei. Protoss bleibt auch. Ich glaube, du brauchst ein bisschen. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr mit Feuer arbeiten. Setzen wir hier nochmal Berserker hoch. Das war eigentlich keine gute Idee. Also einer sollte weiterhin angreifen. Finde ich. Irgendwie sowas sollte hier laufen. Und einfach Eis auf alle. Stufe 1 vor allem, super süß. Mega cute! Also Wechsel finde ich schon ein bisschen hart. Aber ich finde es zumindest ganz gut, hier mal ein bisschen die Magie aufzuleveln. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Potion kann ich nicht mehr tragen. Ach komm. Türen. Passt alles so. Soll mal ruhig weiter leveln, ihre Zauber. Einfach wegen der Zauberwillen. Natürlich war die Tür leer. Wie soll es auch anders sein? Egal. Ich würde sagen, die eine Kiste hole ich mir dann noch. Ey! Aber wie viel lange Eis braucht, um zu leveln? Generell das. Ich glaube, das Leveln geht ja auch random. Ne? Das hängt irgendwie mit den Charakteren zusammen. Komm, die Ebene machen wir noch zu Ende.
Was soll's. Packen wir wieder drauf. Hat auch so seinen Jungfernkuss. Macht nochmal Jungfernkuss. Einen wunderschönen guten Abend, Maxi. Schön, dass du dich hier herverlaufen hast. Jungfernkuss. Was ist denn da? Achso, halt Frosch. Naja, klar, natürlich. Manchmal bin ich auch echt schwer von Begriff, ne? Der Froschkönig und sowas. Ja klar, dass der Jungfernkuss Frosch auflöst. Und noch einmal auch einen lieben Dank für dein Follow. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass noch so viele nach dem Stream vorbeigekommen sind. Oh, guck mal, Mantis. Lecker. Endlich wieder Frühstück. Gut, ja, es geht weiter in den Keller. Tief ins Kellergewölbe. Aber an dieser Stelle erst nochmal einen kleinen Cut. Kurze Pause für mich. Muss ein klein wenig meine Kehle befeuchten, würde ich sagen. Also bis gleich.